Die Stiftung Warentest hat in ihrem letzten Heft Passwortmanager getestet. Ich gehe hier ganz kurz darauf ein, was ein Passwortmanager können soll, und dann schauen wir uns mal den Testsieger gegen ein Programm an, das gar nicht getestet wurde. Welche Aufgaben hat ein Passwortmanager? Ich möchte von einem Passwortmanager, dass er meine Passwörter sicher speichert. Er soll mir auch die Eingabe automatisieren. Ich möchte nicht mehr auf Webseiten oder in irgendwelchen Programmen die Sachen selbst eingeben müssen. Also Benutzername, Passwort soll mir der Passwortmanager automatisch eingeben. Zusätzlich möchte ich, dass der Passwortmanager in der Lage ist, Backups dieser Passwörter zu erstellen. Also der Datenbank, die ich anlege, die muss gesichert sein, und er muss auch Passwörter generieren können. Also ich möchte meine Passwörter am Ende nicht mehr selbst ausdenken. Das soll einfach der Passwortmanager machen. 20 Zeichen, Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung, Zahlen. Ja, solche Passwörter einfach generieren und bei Webseiten benutzen. Ich merke mir die selber nicht mehr, dafür habe ich den Passwortmanager. Zusätzlich muss der Passwortmanager natürlich auf allen meinen Geräten gehen, sonst macht der Spaß ja gar keinen Sinn. Kommen wir zu Dashlane. Das ist der Testsieger in der Stiftung Warentest. Ja, ihr kennt ihn nicht, ich kenne ihn auch nicht, hat mir noch nichts gesagt, aber das soll ja erstmal nichts heißen, kann ja trotzdem ein toller Passwortmanager sein. Ich habe mir das runtergeladen, in meiner VM mal die Installation gestartet. Und das Erste, was mir auffällt, ich muss ein kostenloses Konto erstellen. Das heißt, die Passwörter werden zwangsweise ins Internet geschoben. Also sonst macht natürlich so ein Internetkonto überhaupt keinen Sinn. Ein normaler Nutzer müsste jetzt an dieser Stelle schon aussteigen, weil Passwörter ins Internet hochladen auf so eine standardisierte Datenbank, wie sie Dashlane hat, macht wenig Sinn. Denn das zieht einfach Hacker an. Das macht ja LastPass, das ist ein bekannteres Programm, das auch von der Stiftung Warentest empfohlen wurde, auch. Die Passwörter werden im Internet gespeichert in einer Datenbank. Und wenn ich als Hacker weiß, oh, da gibt es eine Datenbank mit Benutzerdaten drin, da werde ich ganz scharf drauf. Deshalb kann ich sowas nicht empfehlen. Wer jetzt noch nicht ausgestiegen ist, der sollte beim nächsten aber aussteigen. Hier steht nämlich, ich möchte E-Mails mit hilfreichen Tipps und Sonderangeboten von Dashlane erhalten. Also einem Anbieter, dem ich meine privatesten Daten, nämlich meine Passwörter, anvertraue, der möchte meine Daten zu Werbezwecken nutzen. Da werden bei mir alle Lichter ausgehen. Nicht bei Stiftung Warentest. Die klickt hier munter auf Weiter. Und als nächstes sehe ich dann, dass Dashlane nur mit 3 Browsern funktioniert. Ja, wo ist jetzt das Problem? Das sind doch die bekannten Browser. Naja, es gibt ja zum Beispiel noch den Microsoft Edge. Den kann ich schon wieder nicht verwenden. Es gibt auch noch Opera und Safari und so weiter. Also das ist die Windows-Version von Dashlane. Das heißt, der Passwortmanager schreibt mir schon mal vor, welche Browser ich überhaupt verwenden kann. Völliger Blödsinn. Also ich lasse mir von einem Passwortmanager das Ganze hier nicht vorschreiben. Ich benutze zum Beispiel für manche Sachen noch Opera. Könnte ich Dashlane gar nicht benutzen scheinbar. Das nächste Problem ist, dass ich nur in Browsern Dashlane automatisiert benutzen kann. Das heißt, wenn ich mich bei Steam oder Skype oder einem sonstig lokal installierten Programm anmelden will, kann ich das mit Dashlane nicht machen. Es ist halt sehr unflexibel. Was kann es noch nicht? Es kann keine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Webseiten. Also man kann bei Webseiten wie Amazon, Twitter, was gibt's noch, Google, die haben alle die Option, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu ermöglichen. Das heißt, ich habe ein sogenanntes Geheimnis gespeichert. Aus diesem Geheimnis werden alle 30 Sekunden neue Codes generiert, so ähnlich wie man das beim Online-Banking kennt. Und für jeden Login brauche ich dann wiederum einen anderen Code. Das kann ich entweder auf dem Handy machen, das wäre dann ganz sauber der zweite Faktor mit einer App, oder ich kann das immer im Passwortmanager machen. Nicht mit Dashlane, mit meinem Passwortmanager, der heißt nämlich KeePass, der kann das. Ja, ich habe schon vorhin gesagt, Dashlane, ich kann mich nicht bei lokalen Programmen anmelden. Was sind lokale Programme? Na, das Mailprogramm, Thunderbird, Outlook, Skype, Steam, Origin, Festplattenverschlüsselung, PuTTY, Remote Desktop. Euch fallen bestimmt noch andere Sachen ein, die auf die Liste müssten. Ich müsste also jedes Mal in das Dashlane-Programm reingehen, manuell das Passwort rauskopieren, dann einfügen in das Programm, und das macht man am Ende nicht. Das torpediert einfach die Sicherheit, wenn es zu kompliziert wird. Deshalb fällt Dashlane da ganz klar durch. Ich kann das nur im Browser benutzen und das ist für mich ziemlich sinnlos. Kommen wir also zu KeePass. KeePass macht im Grunde alles besser als Dashlane. Ich habe mal hier geschrieben, alles kann, nichts muss, denn das ist so ein bisschen das Konzept von KeePass. KeePass liefert mit dem Programm das Grundgerüst, das schon ziemlich mächtig ist, und man kann es dann erweitern. Da kommen wir gleich noch dazu, was es da für Erweiterungen gibt. KeePass ist erstmal ein Windows-Programm, hat integriert einen Autotype und der ist maximal flexibel und ist auch die viel bessere Herangehensweise als den Browser-Plugins, denn das geht nämlich einfach mit allen Browsern und geht auch mit allen Programmen wie Skype und so weiter, was ich vorhin aufgezählt habe. Das Autotype, kurz erklärt, guckt sich den Fenstertitel an, was weiß ich, ist halt mit Internet Explorer auf web.de, dann schaut er sich einfach oben die Adresszeile an, also nicht die Adresszeile, das Titelfenster von eurem Fenster an, da steht web.de drin, dann kommt das Passwort halt von web.de automatisiert in das Feld rein. Dazu muss ich nur eine Tastenkombination drücken. Das war's. Damit habe ich keine Beschränkungen auf Programme. Ich kann also jeden Browser nutzen und ich kann meine
meine ganz normalen Programme weiter nutzen und da das Autotype nutzen. Die Browser-Integration, genauso wie sie auch funktioniert jetzt bei Dashlane, geht natürlich auch mit KeePass. Benutze ich nicht, geht aber, braucht man eigentlich nicht, aber wer möchte, kann sich da das Plugin installieren. KeePass speichert außerdem eine einfache Datei, eine KDBX-Datei. Die kann ich natürlich auf einen Cloud-Speicher wie Dropbox legen und habe damit sichergestellt, dass ich da auch die Backups dann davon habe. Man sollte natürlich dann sein Dropbox-Passwort noch kennen, wenn man an die Datei will. Ich kann aber auch die Datei einfach lokal sichern. Das ist deutlich sicherer, als wenn ich sie in einen Cloud-Speicher zwangsweise schiebe, so wie es bei Dashlane der Fall ist. Wie ich es vorhin schon angesprochen habe, Google Authenticator, das ist die 2-Faktor-Authentifizierung, das kann KeePass voll ersetzen und ich kann auch flexibel andere Informationen speichern, wie Kundennummer, Kontodaten, Tanz. Ja, auch Dashlane hat so eine komische Notizfunktion, ich kann aber keine eigenen Felder definieren. Und das macht KeePass halt sehr mächtig, weil ich eigene Felder definieren kann und die auch automatisiert abrufen kann. Kommen wir also zu unserer Vergleichstabelle nochmal. Passwörter sicher speichern, das kann KeePass in eine AES-verschlüsselte Datei. Das würde ich mal als sicher sehen, vor allem ist KeePass Open Source. Dashlane wiederum speichert es in die Cloud. Also das ist das Letzte, was ich machen würde. Eingabe automatisieren kann KeePass sehr flexibel mit Autotype oder Browser-Plugin. Dashlane nur mit dem Browser-Plugin und das finde ich ein absolutes No-Go. Backups der Passwörter, ja, wie gesagt, KeePass-Datei einfach auf die Dropbox legen, dann hat man auch ein Backup, ist zwar dann auch in der Cloud, aber lang nicht so gefährlich, wie es bei Dashlane der Fall ist. Und es gibt auch Plugins in KeePass, die automatisch das Backup machen können, also das kann ich schon machen, ist ein bisschen komplizierter als bei Dashlane, weil bei Dashlane ist es direkt in der Cloud, da wäre dann die Cloud auch wirklich ein Vorteil. Ein bisschen Arbeit muss man sich halt machen. Passwörter generieren können natürlich beide und auf Mobilgeräten gehen auch beide. Ja, liebe Stiftung Warentest, geht tatsächlich. Von daher, meine Empfehlung ist ganz klar KeePass. Ich würde jetzt gern von euch wissen, nutzt ihr den Passwortmanager? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, warum denn? Und welchen benutzt ihr? Also ich habe von denen, die Stiftung Warentest getestet hat, noch nichts gehört. Die meisten zumindest nicht. Also LastPass war mir jetzt ein Begriff. Ich kenne eigentlich nur KeePass. Ja, teilt doch mal eure Meinung zu dem Artikel der Stiftung Warentest und zu KeePass und Dashlane.